Wo ist mein Kaffee? Okay, wer von euch hat meinen Kaffee geklaut? Ich habe heute keinen Kaffee bekommen, deswegen bin ich wahnsinnig schlechter Laune. Ich komme in Frieden. Guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren. Washington. Was immer man auch vom neuen Präsidenten der Vereinigten Staaten, Donald John Trump, halten mag, er ist definitiv kein Mann der harten Fakten. The Constitution of the United States. The Constitution of the United States. So help me God. So help me God. Tatsachen stellen für ihn lediglich Alternativen dar. Our press secretary gave alternative facts to that, but the point remains. Wait a minute. Alternative facts? Alternative facts, four of the five facts he uttered. The hey one Chuck, thing he why? Got right hey Chuck. Was Zeke Miller. Four of the five facts he uttered were just not true. Look, alternative facts are not facts. They're falsehoods. Alternativen bedeuten jedoch immer, dass man eine Wahl hat. Eine Wahl zwischen mehr oder weniger gleichberechtigten Optionen. In der Nachrichtenerstattung kann es jedoch nicht um alternative Fakten gehen. Das Wort Fakt stammt aus dem Lateinischen und stellt das Partizip Perfekt des Verbes facere dar. Ein Faktum ist also etwas, was getan wurde, was geschehen ist. Entweder eine Handlung ist geschehen oder sie ist eben nicht geschehen. Unsicherheit mag darüber herrschen, wie, in welchem Ausmaß und durch wen oder wo sie geschehen ist, aber ob sie geschehen ist oder nicht, das sollte nicht zur Diskussion stehen. Diese Sendung stellt insofern eine Sondersendung dar, als sie sich mit Alternative Facts oder sogenannten Fake News beschäftigt. Fake bedeutet schlicht und ergreifend falsch oder Fälschung. In dieser Hinsicht ist also alles Fake. Meine Kleidung, mein Hemd, meine Krawatte, meine Schuhe, meine Brille, sogar das Studio hier ist Fake. Sogar der Zuschauer ist Fake, da er sich nicht im Mindesten bewusst darüber ist, dass die Dialektik des Seienden und des Seins sich nicht darin auflöst, dass die Substanz des Hier und Jetzt dem Dasein nichts entgegenbringen kann. Hä? Zurück zu den Fake News. Wir betrachten diese heute nämlich im Bereich Drohnen. Allzu oft werden nämlich in den Medien Schlagzeilen verbreitet, die einer näheren Betrachtung bedürfen. Hierzu werfen wir einen kurzen Blick auf die Begrifflichkeiten. Zuerst einmal ist festzuhalten, dass der Hobbypilot unter dem zu steuernden Fluggerät wohl etwas anderes versteht als die Allgemeinheit. Laut Luftverkehrsordnung stellen diese kleinen, rumschwirrenden Dinger sogenannte unbemannte Luftfahrzeuge dar. Wobei hier keine Einigkeit in der Nomenklatur herrscht. Die für die Organisation der weltweiten Luftfahrt zuständige Internationale Zivilluftfahrtorganisation rechnet bei ihrer Tätigkeit Flugmodelle nicht als unbemannte Luftfahrzeuge. Die deutsche Flugsicherung unterscheidet nach dem Einsatzzweck. Flugmodelle zur Freizeitgestaltung oder für Luftsportaktivitäten sind keine unbemannten Luftfahrzeuge. In der deutschen Sprache werden unbemannte Luftfahrzeuge oft umgangssprachlich auch als Drohnen bezeichnet. Der Begriff wird sowohl für militärisch oder kommerziell genutzte unbemannte Luftfahrzeuge als auch für First-Person-View gesteuerte Flugmodelle wie Quadrocopter genutzt. In der Luftfahrt bezeichnet der Begriff Drohne ursprünglich ein unbewaffnetes Übungsziel. Bei den Bienen ist das irgendwas Männliches, aber das spielt jetzt überhaupt keine Rolle. Es gibt also Kopter und Drohnen. Es gibt kleine Kopter als auch große Kopter. Die Kopter werden klassifiziert nach Anzahl ihrer Rotoren oder auch Luftschrauben genannt. Diese sind meist am Rotorenarmende montiert und bestimmen ihre charakteristische Form. Die Quadrocopter mit ihren vier Luftschrauben sind am häufigsten vertreten. Es gibt aber auch Hexakopter mit sechs Rotoren, Oktokopter mit 8 Rotoren und sogar Monsterbauten mit 12 Rotoren. Die werden dann Dodekakopter genannt. Fassen wir zusammen. Für den durchschnittlichen Quadrocopter-Piloten sind Drohnen die bösen Dinger. Die können auch was kaputt schießen. Im Folgenden eine kleine Auswahl. Yes.
Nun wird niemand in Abrede stellen, dass der Zweck militärischer Drohnen im Zerstören von Zielen liegt. Doch was ist, wenn ein an sich harmloser Quadrocopter, dessen Sinn darin besteht, bestechende Luftaufnahmen anzufertigen, etwas kaputt macht? Die Zeitungen überschlagen sich förmlich, wenn es heißt, es sei wieder etwas passiert. Forscht man ein wenig intensiver nach dem vermeintlichen Tathergang, stellt sich oft heraus, dass etwas doch nur beinahe passiert ist. Doch beinahe passieren täglich ein paar Millionen Dinge. Lohnt es sich darüber zu berichten? Beinahe hätte ich jetzt im Lotto gewonnen, aber ich habe ja nicht gespielt, ne? Blöd gelaufen. Über etwas, das beinahe passiert, wird nur berichtet, wenn es Aufmerksamkeit erregt, Dramatik herstellt und den Leser schaudern lässt. Ja, was wäre denn passiert, wenn ein Kopter mit einem Flugzeug zusammengestoßen wäre? An Bord bräche zumindest Panik aus, okay, aber in einer solchen Situation können wir uns immer auf die Mithilfe mitleidender und sympathischer Zeitgenossen verlassen, die uns dann zur Hilfe eilen. Ich kann das nicht mehr aushalten. Ich will aus dem verfluchten Ding raus. Beruhigen Sie sich, reißen Sie sich zusammen. Bitte lassen Sie mich das machen. Ich will raus, ja, ich will raus. Beruhigen Sie sich und gehen Sie zurück auf Ihren Platz. Ich kümmere mich um diese... Beruhigen Sie sich! Doktor, Sie werden am Telefon verhandelt. Es wird schon alles in Ordnung kommen. Bitte versuchen Schwester, Sie, sich zusammenzunehmen. Sie sollten sich nicht überanstrengen. Was passiert also? Die ernüchternde Antwort, wir wissen es nicht. Weltweit mehren sich die Nachrichten über beinahe Zusammenstöße. Einen veritablen Zusammenstoß zwischen einem Kopter und einem Flugzeug hat es jedoch noch nicht gegeben. Also alles Fake News? Soll hier Angst und Schrecken in der Bevölkerung verbreitet werden, um den Luftraum für Hobbypiloten so einzuschränken, dass die Big Players freie Bahn haben? Ein Schelm, wer sich hierbei Böses denkt. Tu m'as laissé hier, la fin de la saison. Je ne veux plus savoir, on s'est éloigné. Tu ne vas plus m'avoir et tout est terminé. J'espère que tu vas souffrir et que tu vas mal dormir. Eine Drohne auf Verbrecherjagd, so verkauft der Hersteller des sogenannten Cube sein ferngesteuertes Fluggerät. Die Polizisten haben den Verdächtigen stets im Blick, ohne sich dabei selbst in Gefahr zu bringen. Suspect is standing. He's standing and placing the gun on the ground. I repeat, the gun is on the ground. He comes towards my voice. Suspect has his hands up and is moving to the northeast corner. Ein Blick in die Zukunft der Polizeiarbeit. Die Mitarbeiter des Sheriffs von Grand Forks nutzen die Drohne bereits bei ihren Einsätzen. Sie sollen testen, in welchen Situationen die Vogelperspektive Sinn macht. Most common right now are accident, traffic crash. Derzeit setzen wir sie am häufigsten ein, um Unfälle und Tatorte aus der Luft zu fotografieren. So bekommen wir einen besseren Überblick auf das Geschehen. Vor allem bei Unfällen können wir die Spuren und Trümmer der Fahrzeuge gut sehen, besser als vom Boden. Auch vor Gericht kann man dann besser verstehen, was wirklich passiert ist. Ein speziell ausgebildeter Polizist steuert den Quadrocopter mit einem Tablet. Ich habe hier zwei Ansichten, eine Karte und das Live-Bild der Kamera. Diese Drohne hat eine ganz normale Kamera und eine Infrarotkamera, die Wärme erfasst. Ich kann Fotos machen oder zum Infrarotbild wechseln, alles auf dem Tablet. Die Polizisten müssen ein Warnschild aufstellen, das Anwohner über die Drohne in der Luft informiert. Das ist die Auflage der US-Flugbehörde. Besteht dennoch die Möglichkeit,
dass Bürger unbemerkt aus der Luft überwacht werden? Der Leiter des Polizeidrohnenexperiments versucht, solche Befürchtungen zu entkräften. Wir fliegen nur, wenn vorher etwas Schwerwiegendes passiert ist. Ich denke, Drohnen sind technisch nicht für eine langfristige Überwachung geeignet. Wenn eine Behörde das wollte, gäbe es effizientere Optionen, zum Beispiel Kameras auf einem Mast. Auch in Deutschland nutzt die Polizei inzwischen in einigen Bundesländern unbemannte Fluggeräte. Da deren Einsatz deutlich günstiger ist als ein Helikopterflug, dürften solche Drohnen bald häufiger am Himmel auftauchen. In diesem Zusammenhang lohnt es sich zu wissen, dass der Verkehrsminister Alexander Dobrindt eine neue Drohnenverordnung auf den Weg gebracht hat. Ich zitiere: Drohnen bieten ein großes Potenzial, privat wie gewerblich. Immer mehr Menschen nutzen sie. Je mehr Drohnen aufsteigen, desto größer wird die Gefahr von Kollisionen, Abstürzen oder Unfällen. Für die Nutzung von Drohnen sind daher klare Regeln nötig. Um der Zukunftstechnologie Drohne die Chancen zu öffnen und gleichzeitig die Sicherheit im Luftraum deutlich zu erhöhen, habe ich eine neue Regelung auf den Weg gebracht. Neben der Sicherheit verbessern wir damit den Schutz der Privatsphäre. Oh, Entschuldigung, da muss ich kurz ran. Alex? Ja, Alex, servus. Ja. Ja, was machen Frau und Kind? Prima. Was? Nein, nein, nein. Na, mir geht's gut, danke. Bitte? Ich soll aufhören, hier so einen Schmarrn zu verbreiten. Das ist meine Sendung, da kann ich machen, was ich will. Es steht wohl außer Frage, dass Kopter zu gefährlichen Waffen werden können, falls man nicht verantwortungsbewusst mit ihnen umgeht. Genauso wie Autos, Motorräder, Kartoffelschäler, Gabeln und Papier. At three. One. Oh. That was a good one. Sensationsnachrichten, die eine gewisse Stimmung erzeugen, sind jedoch nicht förderlich. Ich verabschiede mich heute von Ihnen mit dem Wunsch, dass ein jeder Einzelne sich seines Verstandes in möglichst hohem Maße bedienen möge, sowohl beim Steuern eines Flugmodells als auch bei der Betrachtung von Nachrichten. Dies waren die Fake die Drone News von heute. Scheiße, die ganze Aufnahme ist verkackt.